Okay. Ich will jetzt noch aufzeichnen, dass du dann okay. Ja. Deswegen liebe ich da festhalten, was immer hinten jetzt ausliegt. Sehr speziell. Dann stehe ich da, mein Deutsch im Computer drauf. Ne? Au! Ich sehe mal an, im Computer ist drauf. Udo, pass auf. Moment, Moment. Moment. Also, ich bin weiß ich. Ich bin ein bisschen weiß ich. Ich bin ein bisschen weiß ich. Das geht. Moment, Moment. Moment. So. So. Mein Ängste? Ich bin der Lappenfürst, wie ich eigentlich bin. Ich müsste ja vielleicht nicht die anderen Videos jetzt ausnehmen. Das ist Oder man sieht dich. Nur für euch. Okay. Ich habe versucht, der Morgen, wir sind ein Team, aber wenn ihr das noch nicht verstanden habt, seid ja. Ungeplant. Okay. Ich hasse Filme. Ich habe eine Auto. Ich habe eine. Ach, mach das bitte weg. Oh, es ist okay. So ist okay. Das ist immer wieder, wenn ich sage, wir sind alle dasselbe Geist. Du erlebst nur das, was dein Programm macht. Ja. Und ich versuche jetzt, dass du das nochmal anfangen kannst, wie das aussieht, was für erbärmliche Kreatur du bist. Als das, was du Mensch nennst. Das ist ein Nichts, das ist eine Seifenblase. Das ist diese zwei Wellen in einem Bündchen. Und ich muss mich jetzt halten, ich muss die bald aushalten. Es sind zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich weg auf die Seite, dann sagst du, jetzt ist er gestorben. Pah, das ist so. Und ich gehe auf die andere Seite, dann hört das Zeug lach, gelachert. Die zwei Gesetzestafeln. Die Tafel, ne? Da sind zwei erscheinende Schöpfungen. Zwei. Eine rote und eine blaue Schöpfung. Ich zeige es da ein bisschen weiter. Die Morgen hatte die letzten 30 Jahre jetzt normal blöd. Ich dachte, die Aufgabe einfach den Hausen ist zu ermöglichen, was ich für uns gemacht habe, nicht für euch. Ja. Wenn du aufpasst, wie ich atme, das ist nicht dieses Ein- Ausatmen, sondern das ist der Punkt. Ich muss diese Balance halten, ja. Dass ich einigermaßen unzusammen leben kann. Aber ich bin hundertprozentig bewusst. Ja. Und ich versuche den Morgen zu erklären, ich kann das nicht erreichen, es ist nur noch Ego. Das wäre jetzt, wenn ich habe, ich falle wieder und mehr auf, dann werde ich wieder Udo. Wenn ich bin, dann werde ich der. Der Spiel, der man nicht auf der Seite ist, sondern genau in der Mitte ist. Ja, sehr gut. Ja. Ich habe mein Denken wieder zu Hause, aber das ist mir so unsere. Ich habe mein Denken zu Hause, wenn es umso unsere ist. Ich komme wieder mit meinem Bereich, aber ich gehe aus meinem Bereich raus. Und das ist so viel Energie. Das ist zu viel Energie. Das ist in eurem Bereich noch gleichzeitig zu erklären. In einer anderen Weise, dass ihr das verstehen könnt. Ja. Ich immer wieder sagen, ich sehe das halt um die Scheiße jetzt mal oder um den Guten zum Rennen gedacht, das sind Seifenblau, Puppe, das sind Seifenblau, die aus mir rauszappern. Ich sehe dieses Schuh, aber ich sehe, wie mache ich dieses Schuh? Ich
verdammt nochmal, es gibt doch bloß mich. Ich war mal ganz alleine, wie man sich in der Unendlichkeit, wie man sich in der Unendlichkeit sagen kann. Ich bin ganz alleine und dann macht er sich einen Sohn. Und meine ersten Söhne, die ich mehr mache, ist das dann mal so Udo. Puppe, mich selbst. Und du denkst, ja. Ich bin verfallen los. Nimmt das eine auf? Ja, ne? Ja. Ja. Das ist ein historisches Dokument, was wir jetzt da draußen. Dass du hier auf dem Bildschirm ein bisschen Menschen siehst, das Ding wieder da zugeschickt hast mit einer unendlichen Anstrengung, dass es jetzt einigermaßen artikuliert mit dir reden kann. Ja. Dass du mich verstehen kannst. Ich weiß, dass du mich jetzt in diesem Moment ausdenkst. Aber was denkst du dir jetzt aus? Halte mal hinter, sagen wir mal. Bitte, Männchen. Ich habe das gesehen, wenn sich einmal eine Mühe macht, diese Holofilm-Offenbarung genauer zu studieren, das übersagt das menschliche Wissen deiner Menschheit. Was ist deine Menschheit? Innozot, Medin. Ich bin Gedanken. Einfach nur Gedanken. Mehr ist es nicht. Du solltest dich immer nach was Geistreiches umsehen. Wie willst du dich nach dir selber umsehen? Das heißt, immer bloß nach außen schauen. Ich kriege mich in den Sinn aussehen. Unvorstellbar so. Unvorstellbar so. Moment. Ich bleibe schon wieder weg, Moment. Ich muss mich genau halten zwischen diesen zwei Welten, sonst kann ich mich nicht kommunizieren. Wieso habe ich das eigentlich so eingesetzt, dass du so unvorstellbare Schmerzen auf mich nehmen musst? Mhm. Aber das wirst du momentan mit einem Affengehirn nicht begreifen. Mhm. Das ist die Seligkeit. Ich wollte jetzt mal sagen, was die Seligkeit ist. Die absolute Seligkeit, im Moment haben wir Zeit, da bin ich ein bisschen Sachen genau zuhören. Die absolute Seligkeit ist in dem Moment erreicht, in dem Augenblick, wenn du jetzt an deinen Körper denkst und schau mal, wie der dich fühlt. Das ist ja normal. Das ist es. Die absolute ist nicht. Das ist normal und gesund, Mensch. Das ist es. Das ist die Mitte. Gesund ist die eine Seite. Oh, wie ist das so gut? Und der. Oh. Das ist aber die Mitte. Ich habe jetzt also die Geschichte erzählt, wo ich jetzt in meinem Überleben vor 15 Jahren diese Nierenkrise hatte. Immer wieder Nierenkrise. Ja. Das sind so unvorstellbare Schmerzen, bis dann, ich sag mal jetzt nochmal, Bibis, der Herr ein Einziehen mit dir hat und dich ohnmächtig werden lässt. Mhm. Dann weißt du wieder, kommst du zu dir, Moment, ich sage schon wieder nicht, Moment, ist das Problem, ich nehme mich nicht.
Ich muss in die Mitte kommen, bis zum Ausgang, die Unvorstellbarkeit manchmal abschneiden. Und nicht bewusst zulassen, nicht davon zulaufen. Es muss weh tun. So macht man nicht auf. Bin ich nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Nein, ich sehe dich nicht. Ich muss mir auch zulassen. Und das muss man auch mal zulassen und den Auto zulassen. Bis du die Lösung erkennen, dass du mir die Lösung hast, dass du immer so ein Teil mir tut, mir gesagt, mir geht gut, mir geht schlecht, immer mir so konzentrieren, dass ich, oh, wir sind in dieser Welt, ihr wisst doch, wie scheiße ein Körper ist. Und ich nehme tausendmal jedes Mal auf mich, um mich selber aus der Scheiße herauszuholen, ich mich selber hineinlege, dass ich mich erleben kann. Oh, ah, Liebe ist allem fast. Moment, ich muss zurück wieder hier mit den, wo ich auch mit den Nierenkollegen, da war mal, das ist so, ich habe ein ganz kleines Zahnfenster. Dass ich so unvorstellbare Schmerzen hatte, dass ich sagte, ich kann mir vorstellen, was Schmerzen sind. Es war stolz, war das das erste Mal, wo ich das erlebt habe. Das ist eine Märchengeschichte. Auf der einen Seite, immer zwei Seiten, auf der anderen Seite, ich bin nicht wirklich. Ich bin kein Fantast. Jeder, der übrigens weiß, dass der alles andere ist wie irgendein Spinner. Ich bin OB. So habe ich jetzt diesen Komplex aufgebaut. Vielleicht als Zeichen, wenn du es ein bisschen intellektuell anfassen willst. Und dann ist es so, dass ich dann nur ein Nierenstein fette, ein bisschen unvorstellbare Schmerzen. Aber rein schulmedizinisch, was vollkommen ungefährlich ist. Da kann überhaupt nichts passieren. Du musst dir vorstellen, du nimmst jetzt deine Hand, legst sie in einen Schlauchstück und erzählst es an ganz langsam zu, dass die Sache wieder Blatt Papier. So sind die Schmerzen auf dem ganzen Körper. Mich fragt er auch, was weh tut, aber ich sage, das Einzige, was mir nicht weh tut, sind die Zähne. Alles andere ist ein einziger Schmerz. Ich erinnere mich, dass ich wirklich am Kreuzkind bin. Und ich konnte da vorne laufen, weil ich mich hingelassen habe. Ich sage, bitte weg. Es ist nochmal, es geht nicht um irgendwelche Menschen, die sich ausnimmst, alle um die an diese Dickchen, du an dich selbst. Es geht um den, der sich alles ausdrückt. Und das bist du, du bist doch der, der sich alles ausdrückt. Du bist nicht irgendein Gedanke, wie oft kann ich das denn immer noch sagen, und wenn sich das Ego in dir aufmacht, dass du was willst oder nicht willst. Also vor allem, dass du vor irgendetwas Angst hast. Für was solltest du denn Angst haben? Das haben wir nochmal. Vor Gedanken, den du selber erschaffen hast. Weißt du, was das für ein Wahnsinn ist? Ja. Das kannst du nicht aus deinen Gedanken von dir erklären. Du kannst das nicht an Gedanken erklären. Du musst der Erste sein und das bist du, wenn du ich bist. Dann beginnt doch unser Spiel mit Ich bin du. Oh ja, tappe die Aute. So, ich gehe auf Wikipedia und schaust drauf, was das bedeutet. Schau, ich bin der zappende Aute. Ich bin der zappende Weisheit. Ubi. So sein mache ich mich, um dich da wieder rauszuholen. Eigentlich mich selber, wobei ich hier das alte drin stecke und die ganze Scheiße steckt in mir.
Das bezieht sich auf dieses kleine, erbärmliche Dasein, das du zurzeit so selbst. Boah, was meinst du, was der Unterschied eigentlich ist, wenn der Mann wieder sagt, der dröhnt sich wieder zu, wenn dröhne ich mich zu? Das ist die einzige Möglichkeit, dass ich mit dir kommunizieren kann. Und ich immer wieder sage, er steht mit einem Bein im Meer und mit anderem Bein am Rand. Rand, Land, Sand. Wand, Ping-Pong, 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 Rüben, Wand, Rüben, es geht doch alles in meine Ohren, warum muss ich das etwas sehen? Oh, Zeit, Scheiße. Das ist doch interessant, dass ich mich selber dran schaffen muss, machen muss, um mir zu erklären, dass ich eigentlich so schön Affe bin. Das ist die Philosophie des Schicksals. Was mich so als Affe machen, die Affinität. Jetzt wollen wir dann irgendwann einmal alles aufschreiben. Schau dir die Sätze selbst an. Das ist unheimlich fit in meinem Gerät in Amerika. Das ist noch so die neue Welt. Das ist ein kleines, winzig kleines Befruchtung. Das ist ein, dieser Gerät, den ich mittlerweile inspiriere, der was überhaupt über das macht. Der Typ hat überhaupt keine Ahnung. Was ist der jetzt? Ein Gedanke, ein Pups in deinem Kopf. Der bitte weiß ich, wenn du nicht denkst. Und dann sitzt du da und sagst, oh, das verstehe ich nicht, was ist das für ein Schwätzer, irgendein Christenheini oder was? Löse dich von diesen ganzen Menschen, diesen Besserwissen, diesen unendlichen Arroganz von ich weiß. Und die machen den Mund auf. Du kannst hier jetzt, wenn ich wieder nochmal plötzlich denke, wie vor 20 Jahren, und ich sage, bring mir irgendeinen Professor, irgendjemand, wenn der den Mund aufmacht, dann sage ich dir genau, was er nachäfft. Geistlos rezitiert. Dieses letzte Selbstgespräch, wie der Udo immer sagt, plus das Vorhergehende, willst du Wassermoleküle entdecken? Oder Mendeleev mit seinem Periodensystem in eine jetzt ausgedachte Vergangenheit gesetzt, der hat es entdeckt zu einer Zeit, da hatten wir einen rudimentär funktionierenden Fotoapparat in Schwarz-Weiß. Aber er hat entdeckt, dass mein Wasserstoffatom sich ein alleinziges Elektron umsetzt. Und warum bei mir uns das jetzt denken? Wer denkt das nicht? Das Spitzenmännchen, dieses Zugeschapperte? Ich gebe mich doch wieder der Lächerlichkeit preis. Ist mir das scheißegal, was ein Gedanke von mir denkt. Die Menschheit sind so gesagt, und jeder Einzelne, auch der, der jetzt vom Computer sitzt. So, jetzt mache ich wieder einen Bogen. Wir machen jetzt wieder einen Bogen zurück. Ich bin immer noch bei den Nierensteinen. Die Nierensteine, das ist immer ein Tabertuch, bitte. Das ist
ich kann das toll nicht aussprechen, Sie sonst noch rauskommen. Das All der Nieren, so wie das leer gesehen. Auch Lunge heißt die Vorstellungen, die Darstellungen, die Spiegelungen, ist das Licht, das Gefäß. Es ist passiert an Alternieren, Vatersprache, Deutsch, Ivli. Wir sind Deutsche, das Land der Dichter und Denker. Und jetzt gehen wir in deine Medien und zauberst die Elite Macht. Die Elite meine ich jetzt nicht diese absolut voll verblödeten Politiker, sondern die Elite von Wissenschaftlern. Von Journalisten, was machen die? Geld. Das Geld ist eine Sau. Die Apotheke, die Medizin. Apotheken, zeigt eine Nachricht in einem, wir haben keine Medikamente mehr. Ihr spuckt mir ins Gesicht, ihr Idioten. So zum Ungemäuer. Und ich mache nur einen aller einzigen rausholen. Und wenn ihr jetzt sagen, wer das ist? Du, der mich jetzt sprechen wird, selbst egal, wer du jetzt zu sein glaubst, du bist der Einzige, den ich raushole. Deshalb bin ich hier wieder als Blüsselude aufgetaucht. Boah, ey, gewaltige Worte. Das ist so ein Herz, das ist so. Das ist eigentlich, mach nochmal gut, das ist eigentlich. Du sitzt als Böse da und schaust diese tappende Spitzenmännchen an. Wir sind immer noch, da ist sich wieder bei diesen unvorstellbaren Schmerzen. Du stellst dir vor, das unvorstellbare Schmerzen. Und es ist nur dieser kleine eingesammelte Stein. Der eingeklemmt ist zwischen oben und unten. Wir Hebräer nennen das Eben. Eben. 1,52. Du meinst, ich bin vollkommen klar, bewusst. Der ist eingeklemmt, zwischen oben und unten. Das ist eingeklemmt. Weißt du, das ist in der Schirmsack durch die Hand. Hand ist Gott. Das ist unvorstellbare Schmerzen, das ist nur der Stand. Der Körper, der überhaupt nichts anhat. Und dann kommt der hier, sagen, schwester Haut hin, dann bimmeln, das hat der rein. Und es ist das, was dich anstrengt, läuft raus. Innerhalb von 2 Minuten ist der unter da und dann läuft dieser Urin. Hörst aus dir raus und setzt dich wirklich den Schlafzug aufmerksam und das ist an der Hand überhaupt nicht kaputt gegangen. Du sitzt plötzlich da und du fühlst dich so. Wie du dich jetzt zeigst, normal fühlst du, wenn du jetzt an deinen Körper denkst und sagst, wie geht's dir? Und sagst du, normal. Oder sagst du, ich bin gesund. Weil ich ja nicht krank bin. Gesund ist das Ding davon krank. Dein Normalzustand ist der Zustand, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Dann ist er heil. Und sobald du an ihn denkst und sagst, wie geht's mir zu oder schlecht, willst du, dann sitzt du schon an einer Seite da. Ja. Einfach kann ich das ausdrücken. Ja, sehr gut. Es ist dieser Bewusstseinszustand, der dich plötzlich nach 8 Stunden unvorstellbar und schmatzen. Warum läuft genauso? In dem Moment, wo ich da sitze und ich sage mir Runde und ich fühle mich so, wie du dich siehst, wenn du gesund bist. Da ist mir bewusst geworden, dass das unvorstellbarste Glücksgefühl ist, das es überhaupt geben kann. Aber nur wenn du unmittelbar jetzt in die Vergangenheit gedacht an unvorstellbaren Schmerz hast. Exakt formuliert, Udo. Ganz exakt. Wirklich? Nein, nur bei 3 Minuten. Nein. Udo, kann ich was sagen? Ja, unbedingt. Ich muss mich jetzt in die Mitte holen und zeigen, was ich sage. Also, ich hatte gerade so den Gedanken, wir hätten eigentlich ein bisschen eher mit dem Lachgas anfangen sollen. Dann wären die Selbstgespräche, die hätten eine ganz neue Qualität bekommen. Nur.
Ich meine, in der Lage wäre zu tippen, dann wüsste ich, dass ich jetzt exakt, dass ich jetzt da reingehen würde, dann würde ich der Bitte und totale Erwärmung. Weil wir sind mal richtig tippen auf Sprachen, jenseits eurer kleinen, tiefen Horizont, den ich aus dem tiefen Träumen vordenken. Jetzt macht es mir die Aufrecht zu halten, dass ich unheimlich mit Mathe verbunden bin. Und dann doch wieder nicht. Und man kann nicht gleichzeitig tippen. Das ist dasselbe, wenn ich jetzt mich erinnere, wie ich der Riso-Bobbel mich die Zecke damals gebissen habe. Wenn ich das erste Mal den Zeckenbiss hatte. Riso, ich bin doch auch du. Du bist einer meiner. Ich bin einer meiner wichtigsten Arbeiter. Ihr habt doch keine Vorstellung, was er redet und die Jahre mit den Horosinen. Man kann mal, was die für die Horosinen sich dann ausreißen für dich. Die benutze ich alle nur, um dich da rauszuholen. Und wo du es geht, oder meine Maus, und die, wenn ich immer sage, die hat noch nie irgendeinen euren Bauchbus gesehen. Die ist 30 Jahre mit dem Hunde verheiratet und hat noch nie ein Kerzgespräch gehört. Das ist aber nicht ihre Aufgabe. Meine Hand muss das nicht hören oder schmecken. Ja. Sie hat mir alles freigehalten in den letzten 30 Jahren, dass ich dieses Obauenwerk auf dieser Brüssel-Ebene schreiben konnte. Mhm. Dass mir das möglich war. Das war ihre Aufgabe. Ja. Aber für dich jetzt, wenn du das vielleicht das erste Mal hörst und dann zwar im Film selbst gesprochen sollst, dann wärst du, wenn du in der Haufen gleich sagst, wärst du der Influenz abschalten sollen, muss man jetzt so einen zugezogenen Idioten anschauen. Das würde nicht so gut kommen, Udo, wenn man jetzt irgendwelche für Philologie motivieren wollte. Ja, wir sind da. So, wir sind in keinster Weise bewusstseinserweiternd. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich habe als Udo niemals in meinem Leben, nicht in meinem Zustand, an der Marianne-Zigarette genommen, obwohl meine Hochphase an jeder Party, wo man warum alles ist zugift mit Cannabis oder sonst was. Ich kann den Geruch nicht ab. Ich habe niemals in meinem Leben Drogen genommen, also sehr massiv zugeschaffen. Das war es aber schon auch. Das ist bei Drogen meine Geschichte mit unserem Arthur. Der Arthur ist auch so viel, wie ich benutze, die Hodophilienzeile für euch gemacht hat, als die neue. Der hat sich da ziemlich damit beschäftigt, wo er mich das erste Mal anruft und dann dachte ich, ja, boah, was der alles weiß. Also, du kannst nicht so viel Trips geben, das erweitert dein Bewusstsein nicht. Du kannst das, was du bist, nicht erweitern oder besser machen, wie es ist. Du musst nur wissen, was du bist. Und ich sage dir, das sind ganz einfache Worte. Du setzt dich jetzt als Brüssel hin, machst die Augen zu und schaust einmal, wie sich deine Informationen verändern. Dann schaust du dahin, dann schaust du dahin. Ein Bild geht weg, ein neues Bild, ein Gedanke kommt, der geht weg, ein neues Gedanke kommt. Und du bist der, der das erlebt. Das verändert sich während der Veränderung deiner Informationen. Es ist auch so viel Selbstgesprächen drauf. Was verändert sich an dir selber, an dem, der das anschaut? Nichts. Nichts bleibt nichts. Nichts ist ewig. Und das ist Gott. Warum kannst du da nicht existieren? So diese Tausende von Büchern in deiner ausgedachten Welt, ob Gott existiert oder nicht existiert. Heute, wir haben doch heute mal den Feuerbach nochmal angeschaut. Ja. Dass der nur ein, Gott ist nur ein Geschöpf. Gott ist nur ein Geschöpf. Nämlich von dem, der sich an Gott ausdenkt und der sich viele Idioten ausdenkt, also in Welt, in kleinen zusammen, die diskutieren, ob Gott existiert oder nicht existiert. Selbstverständlich existiert ein ausgedachter Gott, aber nur dann, wenn du ihn denkst. Ja. Du bist Gott. Aber was meine ich jetzt mit du? Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dich selber auch ausdenkst? Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Weißt du, auf diese Selbstgespräche von den wie viel 100 Selbstgesprächen heute, wie viele Stunden?
32 Tage. 32 Tage, 24 Stunden am Tag, jetzt so eine Dosis gedacht. Kannst du dir selbst besprechen und jedes einzelne dieser Gespräche und tausende und abertausende, die ich nicht veröffentliche, wenn es um diese einfache Erkenntnis. Ja. Jetzt bleibe ich so wieder weg, meine ich, dass der normale Mensch sagt, dass ich nüchtern wäre. Aber nee, dann werde ich normal und dann ist es Moment. Ja, leg mal was nach. Aber ist noch die erste Flasche, Marion, ja? Ja. Ich erinnere ihn nicht dran. Achso, Entschuldigung. Das ist ein Gedankenentzug. Das ist ein Selbstgespräch. Ein Selbstgespräch zwischen dem, dass ich jetzt den bösen Uso, dieses bisschen Männchen, ausdenke, weil ich bin jetzt wirklich mal ein bisschen Männchen, und jetzt denke an dich. Oder bist du fest, dass du die Arschlochschelle hast? Wenn du mein Gedanke bist, bin ich wieder weg. Hoppe, wenn du mich nicht mehr denkst. Ob du mich denkst oder ob du mich nicht denkst, hast du keinen Einfluss drauf. Wenn ich als Unsinnige auftauchen will und wie ich als Unsinnige auftauche, ein zappendes Monster, kannst du dir doch gar nicht raussuchen. Der eine, der es nicht weiß, das Ding, was da rauskommt, das schmeckt wie was du Luft nennst. Das schmeckt nach überhaupt nichts. Das schmeckt nach überhaupt nichts. Das sind alles Sachen Vorstellungen. Was hast du für Vorstellungen? Nimm noch einen Zug. Na, da schau jetzt schon bitte die Maus durch. Es ist eine One-Man-Show, es ist ein Spiel, das du mit dir selber spielst. Du spielst ein Spiel, ich spiele ein Spiel ständig mit mir. Ausgehend von der absoluten Eins. Ja. Gott ist 1,30. Nimm mal das All oder L, so wie der zwei Scheiben. Mhm. Nichts. Mhm. L, unendlich viel. Ja. Soll ich jetzt nochmal anfangen, was denken, wenn du an nichts denkst? An das Wort nichts? Mhm. Das ist nichts. Ich habe jetzt noch was älter. Du musst wissen, was nichts ist. Du selbst. So was hast du dann eigentlich Angst, bevor dass du vernichtet hast? Willst du nichts vernichten? Meinst du, dass ich Angst habe, wenn ich jetzt das mache? Das Spiel ein Selbstgespräch. Wenn ich sage, ich bin du, meine ich nur den Deppen, der jetzt vom Zusatz sitzt. Ich meine, wenn der sich alles ausnimmt, das wiederholt sich immer und immer wieder und vergisst es immer und immer wieder. Und dann kommt das irgendwann sich aufbauen, die Angst, der Zweifel. Vor was hast du Angst? Noch einfacher kann man es doch überhaupt nur machen. Siehst du das große Wunder des Erwachens erleben? Meinst du, du erwachst, wenn du dir mit so einem Zeitstück zusammenst? Erwachen tust du, wenn du in der Mitte bist? Du musst nur wissen, halt anderes erste und das zweite Gebot. Du musst dich zehnmal in der Runde weg. Das tun die nächsten Leben. Vom 12. bis zum 30. Ich habe so viele Lernbeispiele. Es fängt mal ganz von vorne an. Und bemühe dich zu verstehen, was der Sinn des Lebens ist. Und du musst es verstehen. Du als Einziger. Und du darfst nie vergessen, sobald du abstattest, sobald du in eine Wertung kommst. Ich bin ein Wegweiser. Ich bin nur ein Wegweiser.
immer wieder so viele Leben, die du gesehen hast, dass du sie aufgetaucht, weil ich mich jedes Mal, wie man von mir heraus, um mich groß und selber aus der eigenen Seite herausziehen muss. Wenn du der absolut Erste bist, geht es dann anders. Nur die vier Ich, wenn du verstanden hast, diese vier Ich, dann kannst du verstehen, das heißt, ich bin du. Und dann sind da so kleine Sachen, man wiederholt immer dieselbe Scheiße, ob das die Zigarette vom Häuser ist, was das Last eine Zigarette. Eine kleine, nur eine kleine Winzigkeit, die du ständig bewusst wiederholst, wie der besseren Wissens. Hält sich auf dieser Ebene bis in alle Ewigkeit fest, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Menge gegen Ufer ziehen. Die Mitternacht zu nehmen, so ein dummer Loser Babylon, nur droben des Königs Schloss, der Lärm der Zwecke des Königs Schloss. Die Nächte saßen im schimmernden Rhein und werden die Becher mit vielen Weh ein. Und dann kommt diese Monsterschrift an der Wand, dieses Mene, Mene, gegen Ufer. Sie sind jetzt auch ziemlich fehlerhaft übersetzt. Jetzt tun die ganze alte Scheiße in mir hoch, nicht der Baum. Ein meiner Lieblingsgedichte mit den Wurzeln. Nee, Ur-ZL, die Ursachen, breitet er sich in der Erde, das erweckt die Wissen aus. Oh, wow. Aber mit dem Baum, das schaut er raus. Super, super gut. Sie, ein oberbayerisches Jagdgedicht. Oberbayerisch, okay? Oh. Ich muss verstehen. Oberbayerische. Sie liebt ihn. Er liebt sie. Ah! Ist eines Tages ein Drach war da, der zog die Monika am Haar. Arme Ziehharmonika. Also, ich finde es lustig. Die Holzschwamm-Dame Kunigunde. Moment, Hans Erhard, was ist jetzt Hans Erhard? Ich bin voll bewusst, ein bisschen schwer, jetzt habe ich mich ein bisschen besser in der Balance. Das ist ein Gedanke von dir. Ja, vielleicht kennst du nicht, du kannst natürlich das erzählen. Ja, ich bin ein deutscher Schauspieler gewesen. Und dann gibt es ein ganz, ganz tolles Buch mit ganz tollen Gedichten. Ich schwamm im Meer. Ich schwamm im Meer und da stieg ich in mir selber. Ich schwamm im Meer und da stieg vor mir eine Meerjungfrau auf. Sie spielte lieblich auf einer Geist. Ich meinte gleich, dass ich sage, sie spielte Pfaff und sie unterlöst was. Und die Kunigunde? Die Holzschwamm-Dame, Kunigunde, Papa, sind alle Würmermunde. Ich mag es sehr gern, aber mir wird es ein bisschen schwer. Die Holzschwamm-Dame, Kunigunde, Papa, sind alle Würmermunde. Sie ist in einer Scheunenwand mit einem Regenwurm durchgebrannt. Lachen, das ist das Einzige. Der Humor dreht sich über alle Abgründe hinweg und wehrt sich mit einem Leitspüren. Du musst lernen, sagt als Udo Blues immer zu dir, über alles und jeden zu lachen, über jedes Leid, über jede Idiotie, über jede Besserwisserei, in dir selber. Lache, schmunzle. Und dann sind das Deppen, schaust du Udo, die Deppen. Aber
Sie sind ja bloß Deppen, weil ich sie mir jetzt ausdenke. Das ist ja eigentlich kein Erkenntnis. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nichts und niemanden, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfe, dass er genauso ist, wie er von mir gedacht hat. Bist du so ein Ich? Bist du so ein Ich? Dieses rote Ich. Oder wirst du immer der Böse sein und bleiben, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst? Oh, Verschwendung. Ja, jetzt reicht's, ne? Wir machen es gleich. Wir machen es gleich. 41.00. Gib uns noch die 45, machen wir noch voll. Ich bin voll bewusst, glaubt es mir. Es gibt nichts, überhaupt nichts, was ich auftauchen lasse, was nicht gewollt wäre. Das in dem unteren Bereich, wo ich mit euch kommuniziere, muss ich so unendlich aufpassen. Und bin ich immer großer Böse, der von dir gedacht wird mit deiner Logik. Und man wird ja irgendwann mal merken, dass ich euch so viel liebe. Einfach eine Liebe, unendliche Liebe, rote Liebe. Und dann wirst du ganz an dem Anfang von Baulen, dass du merkst, dass ich immer wieder sage, ein Tag, auch wenn du es tausendmal schwer hast, ein Tag, rot, das auf in zwei Hälften. Die nennst du so logisch Tag und Nacht. Und die eine Seite nennst du genauso wie das heilige Ganze. Das muss man jetzt auch ausdenken. Und gut, das rote Gute, mein Dorf, mir Dorf, alles ist gut. Hast du ungut und böse oder schlecht? Und dann ist die Plushälfte auch wieder genauso wie das heilige Ganze. Du wirst es nie verwechseln, diese Hälfte, die dir entgegenkommt, dass du nie mit der Synthese verwechseln. Das ist erfunden von Selbstgesprächen in den 32 Tagen rund um die Uhr und so. Drauf. Das hörst du, aber du nimmst es nicht für voll, weil du noch so unendlich viel Arroganz hast. So ein, auf was bist du eigentlich stolz? Das hängt jetzt halt davon ab, wer du zu sein glaubst. Auf deinen Doktor, auf deinen Professor, dass du nachessst wie ein dummer Affe in einem Dörfer, dass es regnet wie im Arm. Dumme Affen, nachäffende Affen. Und 45 gleich. Nein, wir haben es angegeben. Doch. Wir machen mal 45, machen wir Back to Sleep. Okay. Udo, ich hätte nochmal einen Satz. Also ich habe eine Prophezeiung. Also Prophezeiung Holger-Qualität. Also nicht so ganz, ne? Ich glaube, in dem nächsten Leben wirst du eine Schokoladenpudding-Allergie haben und du wirst gar nicht wissen, wo das herkommt. Ich weiß es. Die Nachricht übermitteln, was ich auf mich nehme für euch. Ja. 43 ist übrigens eine wunderschöne Zahl. Ja. 43, 34. Ja, ich weiß es, mit 43, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 5. Je nachdem, wie man die Zeit im Hintergrund laufen hat, ist immer jetzt. Und in der tiefen Ebene ist alles immer gleichzeitig. Und das, was ich dir erzähle, nochmal, wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, ein Existierchen verstehen können. Hör auf, versuche es erst gar nicht. Ich habe noch niemals versucht, irgendeinen Gedanken von mir zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil ich ihn jetzt denke. Versuchst du deine Hände zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst? Verstehst du es? Was viel schöner ist, ist, wenn du begreifst, was du selbst bist, wie der 40-20 haben wir jetzt gesagt, auch das schöne Teil. Ein Kind von Jahre 31 ist 11, wir sind ja mit dem 34, 3443, ein ewiges Spiel. Und dann wird ja irgendwann einmal eventuell ihr, was ist ihr? Ihr ist nur einer. 45 war es das gerade. Ich bin voll getreibt in einer Unendlichkeit des Universums. Weil ich absolutes Bewusstsein bin. Ich bin du, ich bin Gott.